06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Torben Detters, herzlich willkommen in Münster. Die ersten Minuten im Preußenstadion sind um mit ein paar Fans im Rücken. Ich glaube, auch für dich netter Einstand. Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, wir haben heute alle schon gemerkt, dass es jetzt Vorbereitung ist. Ne? Also es war schon die Läufe und so, es war schon intensiv, aber dass wir hinten raus ein bisschen noch kicken konnten und so, das macht schon Spaß. Ich meine, wir hatten jetzt auch ein bisschen länger Pause noch. Ja, und dass sogar Zuschauer hier waren, das hat schon Spaß gemacht. Habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Was meinst du, wie schwer werden die Beine die nächsten Tage, die nächsten Wochen? Ja, ich hoffe, sehr schwer. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr kurze Vorbereitung, finde ich auch gut. Kurz und intensiv. Da muss man halt mal ein paar Mal sich aus dem Bett quälen, aber das gehört da auch dazu. Marvin Thiel, die ersten Schweißtropfen sind geflossen. Ich glaube, es werden noch viele weitere in den nächsten Wochen dazukommen. Trotzdem, es macht wieder Spaß, an der Murmel zu sein. Auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt fast 6 Wochen oder 5 Wochen Pause und jetzt das erste Mal wieder am Ball zu sein, ist natürlich was Schönes, dann auch mit Fans. Umso geiler ist es natürlich. Aber jetzt gilt es natürlich, viel zu arbeiten. Aber an das Stadion kannst du dich schon mal gewöhnen? Ja, auf jeden Fall. Es hat seinen eigenen Charme. Ich finde es schön. Jan Dahlke, auch dir ein herzliches Willkommen in Münster. Wie waren die ersten Minuten jetzt mit dem Adler auf der Brust? Sehr gut. War natürlich eine sehr anstrengende Einheit. Bei mir ist ja persönlich, dass ich jetzt ein bisschen längere Pause hatte, weil unser letztes Spiel ja letztes Jahr im November erst war. Und umso mehr freue ich mich jetzt wieder auf dem Platz zu stehen. Ich wollte gerade sagen, dann ist eine Vorbereitung viel, viel am Ball sein. Hat man dann Bock drauf? Ja, auf jeden Fall. Gerade auch hier jetzt neues Umfeld, neues Stadion. Gerade mit den Fans auch heute, super Auftakt. Kann weitergehen. Worauf freut man sich dann am meisten, wenn man eben nach so langer Pause vielleicht auch wirklich zu so einem ambitionierten Club dann kommt? Ja, man freut sich einfach wieder jetzt erstmal den Ball am Fuß zu haben und jetzt die Abläufe, dann die ersten Testspiele und dass wir zusammen erfolgreich in der Saison spielen. Henok Techclub, auch dir herzlich willkommen bei Preußen Münster. Willkommen bei 06 TV, der erste Auftritt. Von der Unterschrift quasi direkt auf den Trainingsplatz. Manchmal schön, wenn es auch schnell gehen kann. Das stimmt, ja. Ich freue mich sehr, hier zu sein, mit der Mannschaft jetzt das erste Training absolviert zu haben. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen jetzt, um fit zu werden für die Saison. Als Fußballer wahrscheinlich die Vorbereitung auch irgendwie immer eine coole Zeit. Man lernt viele neue Jungs kennen, aber auch man kann viel Fußball spielen. Es macht Spaß. Ja, das stimmt. Man lernt viele neue Leute kennen. Ich bin neu in der Stadt, komme aus Frankfurt und lerne jetzt neue Menschen kennen und unternehme jetzt mehr. Und das freut mich, ja. Was hast du vielleicht schon über Münster gehört auch? Münster, eine Studentenstadt, viele mit dem Fahrrad unterwegs und eine wunderschöne Stadt. Die wichtigsten Dinge hast du schon mal, danke. Danke.